Hallo, in diesem Video erfährst du alles Wichtige zum Volumen des Kegels. Hier siehst du einen Kegel. Wie bei allen Spitzenkörpern wird sein Volumen berechnet, indem du ein Drittel mal die Grundfläche mal die Höhe nimmst. Die Grundfläche ist ein Kreis, für dessen Fläche gilt Pi mal r². Für das Volumen des Kegels gilt damit, V ist gleich 1 Drittel mal Pi mal r² mal h. Kennst du den Radius und die Höhe eines Kegels? So musst du zunächst einfach nur in die Formel einsetzen. Das kannst du in deinen Taschenrechner eintippen und schon hast du das Volumen berechnet. Kennst du dagegen von einem Kegel seinen Radius und sein Volumen? Und möchtest du die Höhe h berechnen, so schreibst du dir zunächst wieder nur die Formel hin und setzt anschließend ein. Anschließend musst du diese Gleichung hier nach h umstellen. Die 1 Drittel bekommst du weg, indem du mal 3 machst. Um Pi rüberwandern zu lassen, teilst du durch Pi. Und die 7 hoch 2 wandern auf die andere Seite, indem du durch 7 hoch 2 teilst. Das Ganze führt dich auf diesen Bruch hier und wenn du den in den Taschenrechner eintippst, kommst du zu deinem Endergebnis für h von 7,02 cm. Ähnlich läuft es, wenn du von einem Kegel seine Höhe und das Volumen kennst und den Radius suchst. Wieder schreibst du zuerst die Formel hin und setzt dann die gegebenen Werte ein. Anschließend löst du so ähnlich auf wie bei Beispiel 2. Also, um die mal 12 wegzubekommen, mache ich das Gegenteil davon, also geteilt durch 12. Um mal Pi auf die andere Seite zu kriegen, mache ich das Gegenteil davon, also geteilt durch Pi. Und bei 1 Drittel funktioniert das so. Wenn du etwas mal 1 Drittel nimmst, dann ist das ja eigentlich das gleiche, wie wenn du etwas durch 3 teilst. Na und, um geteilt durch 3 auf die andere Seite zu kriegen, machst du das Gegenteil davon, also mal 3. Das Ganze führt dich auf diesen Bruch hier. Da r aber hoch 2 ist, musst du noch die Wurzel ziehen. Nun kannst du das hier einfach in deinen Taschenrechner eintippen und bekommst r mit einem gerundeten Wert von 6,31 cm. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video weiterhelfen. Ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Rechnen mit dem Kegelvolumen. Bis bald!